Heute hat mich ein E-Mail erreicht. Ich denke, ich muss dazu nicht sehr viel sagen. Man liest hier schon KSP. Lachanwälte, also diese Anwälte sind so dermaßen verzweifelt. Anstatt ihre anwaltliche Tätigkeit nachzugehen, spielen sie Inkasso. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Richtig erbärmlich. Lass uns mal hier anfangen und gemeinsam durchlesen, worum es hier geht. Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde. Hallo Seppa, mein Sohn war bei PayPal im Minus mit einem Betrag von 14,98 Euro. Ja, warum kaufe ich etwas, wenn ich das Geld nicht habe? Vor allem PayPal geht immer in Vorkasse. Das bedeutet, man hat immer noch Zeit, das Geld bzw. die Summe auszugleichen. Es ist schade, wenn man so einen Bockmist hier verursacht, ja, dann kann es dazu kommen, dass PayPal-Konto gesperrt wird. Und das ist eigentlich richtig schade, wegen lächerlicher 14,98 Euro. Ohne eine Zahlungserinnerung, ein Unternehmen kann, muss aber kann, eine Zahlungserinnerung rausschicken. Kam dann irgendwann mal eine E-Mail von KSP, die wir erstmal ignoriert haben. Ja, wunderbar. Erstmal das Geld nicht eingezahlt, dann habt ihr Schreiben ignoriert. Aber den Betrag von 14,98 haben wir sofort nach Erhalt der E-Mail am selben Tag noch an PayPal überwiesen. Immerhin. Also mit Druck hat es funktioniert. Und genau das ist Sinn der Sache. Ihr seid selbst schuld oder du bist selber schuld. Du gibst die Anwälte hier Spielraum, dass sie dich unter Druck setzen, ja, und da frage ich mich, warum, ja, soweit muss es nicht kommen, sowas kann man noch vorbeugen. Irgendwann mal kam nochmal ein Schreiben von KSP, aber diesmal per Post, mit der Forderung, die Summe auszugleichen. Ich denke, es handelt sich hierbei um ein automatisiertes Schreiben. Das bedeutet, der Rechner hat automatisch das Ding rausgespuckt, ja, und es wurde gar nicht irgendwie vorher geprüft, ob ihr bezahlt habt oder nicht. Du schreibst weiterhin, sollen wir den Brief jetzt ignorieren oder KSP per E-Mail anschreiben? Besteht die Gefahr auf einen Eintrag in der Schufa? Du würdest mir sehr helfen. Dankeschön mal, liebe Grüße. Also Schufa ist ein privates Unternehmen. Leute, ihr könnt ein negatives Scoring haben, ja, trotzdem verkauft man euch Handy oder was auch immer. Schufa ist reine Auskunftszentrale. Es hat wirklich nichts zu sagen. Ihr könnt sogar Schufa unter Druck setzen, die Einträge zu löschen. Nach 3 Jahren löschen sie sich doch sowieso. Solange man nichts auf Pump oder auf Kredit kaufen muss, braucht doch kein Schufa. Also Handyvertrag kriegt man heute schon mittlerweile fast überall. Ich weiß gar nicht, wofür ich Schufa brauche, aber egal. Lesen wir jetzt, was die KSP-Anwälte wollen. Und zwar, es geht wohl um einen Zahlungsdienstvertrag zwischen PayPal und hier in dem Fall der Kontoinhaber. Und hier hat man dir gesagt, du sollst die negative Beträge hier ausgleichen. Zufolge hat man da noch richtig was draufgeballert und du bist mittlerweile bei 62,53 Euro. So, ich würde erstmal das Ganze bei PayPal begleichen. Das hast du gemacht. Du solltest auf jeden Fall wissen, es handelt hierbei um einen verkauften Auftrag an KSP-Anwälte. Das bedeutet, PayPal hat das verkauft und sie haben auch damit nichts mehr zu tun. Sie haben nur versucht, Druck zu machen, damit du endlich mal tätig wärst. So, KSP schreibt hier unten, das sage ich dir nochmal. Und zwar hier steht, wir zeigen an, dass wir PayPal vertreten. Wenn ich jemanden vertrete, dann muss ich halt auch zumindest eine Vollmacht vorlegen. Ja, also wenn du KSP richtig ärgern willst, dann verlange bitte nach Vollmacht. Eines kann ich dir versichern, wegen 14,98 Euro oder wegen diesem lächerlichen Beitrag hier unten, 62,53 Euro, wird KSP niemals vor Gericht ziehen. Ja, sie werden das Ganze einfach so stehen lassen, beziehungsweise PayPal wird dort Bescheid geben, okay, die Summe wurde beglichen, erledigt und gut ist. KSP-Anwälte wurden doch schon bereits von hinten vom PayPal bezahlt oder sie wurden vergütet. Das bedeutet, sie brauchen dein Geld nicht. Sie haben ihre Geschäft somit abgeschlossen. Hier ging es noch darum, Druck auszuüben. Und ich würde das Ganze so stehen lassen, wie es ist. Ja, alles Weitere würde ich ignorieren. Und wenn sie dich zu sehr nerven, wie gesagt, verlange nach Vollmacht und sie sollen dich verklagen. Ja, was kannst du denn noch machen oder was willst du noch machen? Du hast dir das Ganze selbst verschuldet, aber ich kann dich beruhigen, es wird nichts kommen. Alles klar. Dankeschön und bis zum nächsten Video.